Tralali und tralala, der alte Knacker, der ist da, hier bei euch auf YouTube, damit euch die Ohren wehtun. Willkommen beim Neulenkbach-Vlog. Möchte jemand auf YouTube? Ja. Bitte, Papa, darf ich jetzt anfangen bei Memory? Der nimmt die ganze YouTube-Gemeinschaft, damit er beginnen darf. Wir spielen eine Runde rundes Memory. Das ist eines, ich zeige euch eine Karte, ich schaue sie mir nicht an. Aha. Aha, ja, du schaust sie nicht an. Ich zeige euch noch eine Karte. Okay, ich zeige euch noch eine Karte. Nein. Ich finde euch praktisch. Dieses Memory ist gut, denn ihr habt es gerade gesehen, die Karten sind so, das hätte ich schon ein paar, wenn ich aufgepasst hätte. Nein, das hast du ja gerade aufgedeckt. Habe ich dasselbe nochmal aufgedeckt? Das ist gut, das sind so einfache Symbole, die kann ich mir auch merken. Und es kommt vor, dass ich, wenn das Spiel zu Ende geht, sogar ein Bar habe. Da bin ich immer ganz stolz. Die anderen Bar haben natürlich alle anderen. Ja, jetzt kommen die blauen Wolken, denn gleich geht's los mit den Lenkbuchflug. Es gibt wieder Gruppenbetrieb im Kindergarten, die haben keine Hemmungen. Ja, da bin ich ja von und zu überhaupt begeistert. Wer hätte das gedacht? Ich möchte euch nochmal so mitteilen, es ist faszinierend. Ihr wisst ja, die österreichischen Behörden haben teilweise ein bisschen eigenartige Einstellungen. Und gestern hat uns wieder eine Behörde mit Händen und Füßen getreten. Volle Wäsch sind sie auf uns losgegangen. Gleich telefonisch, das ist am einfachsten. Das ist ganz toll, denn das reißt einen so richtig den Boden unter den Füßen weg. Die Substanz ist futsch und man bröselt total zusammen. Das kennen wir seit vielen Jahren. Ganz intensiv kennen wir das seit Juni 2021. Im Juni 2021 war es noch so, dass ich wochenlang, wirklich wochenlang zutiefst in meinem Glauben und Leben erschüttert war und hochgradig depressiv wurde. Gestern war es belastend, hat so circa 4 Stunden gedauert und dann lebt man einfach weiter. Es ist so spannend, wie abgebrüht und widerstandsfähig man wird. Ich kann es nicht erwarten, wenn wir uns dann mal irgendwann über das Thema unterhalten können. Es wird leider noch eine Weile dauern. Aber 2035, gegen Ende des Vlogs, werden wir das dann in aller Ruhe diskutieren können. Darauf freue ich mich schon und ich bin sicher, es freuen sich auch ganz viele andere darauf. Zurück zum Heute. Ich bin natürlich jetzt beschäftigt, ein bisschen zu dokumentieren und Briefe an Anwälte und sonstige zu schreiben. Klar, muss man ja. Man muss auf jeden Fall darstellen, dass es Schwachsinn ist, was österreichische Behörden tun. Das wissen wir in vielen Bereichen. In diesem Bereich bin ich zwar hochgradig entsetzt, dass es passiert. Da geht es ja nicht um Autos oder um den Straßenbelag. Da geht es ja um ganz andere Dinge. Darüber werden wir uns noch unterhalten. Das Licht von hinten passt ja genau dazu. Es ist ein sonniger Windtag. So kalt im Wind. Aber wunderbar. Das Kind hat entschieden, ich trage heute keine Handschuhe. Es hat die Handschuhe eingesteckt. Bei uns sind die Handschuhe immer in den Jackentaschen. Das ist der Befehl von mir sozusagen, dass man sie dabei hat, falls man sie braucht. Und es hat sich was angekündigt für heute um 9 Uhr. Mal schauen, ob das geschieht. Und wenn es geschieht, mal schauen, ob wir da mit euch drüber diskutieren werden. Es ist was Schönes. Ja, es gibt auch Schönes. Meistens ist das Schöne kurz nach dem massiven Schlechten und man kann es dann nicht genießen. Das war früher so. Heute findet man Möglichkeiten. Ich habe ja auch schon einige Ideen im Kopf, was noch so geschehen wird. Es wird ganz toll. Und ich freue mich aufs Kindergarten. Es ist ja wunderbar, was ich heute schon... Ich habe heute schon wieder ein Lego-Set gebaut. Ich habe es gepostet auf Instagram und Facebook und ein paar anderen Plattformen.
Wenn ihr Lust habt, schaut mal rüber. Da seht ihr die ganzen aktuellen Lego-Bilder. Es ist wunderbar. Meine Frau hat Dienst, das heißt, die werde ich heute nicht sehen. Nicht mehr, das heißt, ich habe sie kurz gesehen. Dann ist sie entfleucht, hat sich noch kurz beschwert, dass ich die Toastbrot eingefroren habe, die sie mitnehmen wollte. Ich wusste das nicht. Wir haben gestern übrigens dann die Toasts gegessen, Käsetoast mit Spiegelei. War lecker und am Abend habe ich mir nochmal ein Müsli gegönnt. Das ist das Problem. In dem Moment, in dem es bei uns Milch gibt, fange ich an zu süchteln und die Milch zu konsumieren. Das ist ausgesprochen schwierig. Da weiß ich nicht so genau, wie ich das in den Griff kriegen soll. Meine Gewichtssituation ist gerade 77 Kilo. Das ist jetzt mal 2 Kilo mehr, als ich gerne hätte. Und Toleranzraum ist ja 70 bis 80. Ist mein Toleranzraum. 75 ist das Zielgewicht. Und wenn ich jetzt ein paar Tage nicht nasche, dann werde ich grantiger werden. So ist der große Plan. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Ich bin hochgradig neugierig. Der Eduard ist da von der Nöhn. Da steht er und schaut begeistert auf den Schaufelradbagger. Hättest du den gerne? Ich mache dir einen guten Preis. Ja, das wäre mein Lieblingsspielzeug. Wirklich? Weil es ist ja nah, es ist ja gigantisch. Wie viele Steine sind da verarbeitet? Jetzt fragt er mich, wie viele Steine. Ich glaube, es waren um die 3000, aber ich weiß es nicht. 3000 Steine? Ich könnte aber nachschauen. Das werde ich dann gleich machen und werde es dem Eduard sagen. Der schreibt einen Artikel über die Geschichte von Lego. Denn Lego wird heute gefeiert am 28.01. Weißt du, warum gefeiert wird? Am internationalen Tag des Legos. Wie viele Jahre wurde das? Vor 7 Jahren? Nein, Lego hat an diesem Tag das Patent angemeldet und es wurde genehmigt. Für den Original-Lego-Stein. Das heißt, man feiert etwas, was schon seit 1988 nicht mehr gültig ist, weil das Patent ja 1988 ausgelaufen ist. Darum bauen ja so viele nach. Ja, und das werden wir jetzt ganz toll zusammenfassen. Und ab wann sieht man das dann in der Nöhn? Am Dienstag. Am Dienstag schon? Dienstag. Dann haben wir jetzt keine Zeit mehr. In der Neulenkbach-Ausgabe. Im Wienerwald. Wir werden jetzt nicht weiter stratschen, weil sonst geht sich das nicht aus. Wir müssen uns beeilen. Unerwartet positiv habe ich den Vormittag über die Runden gebracht mit neuen Projekten. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Der Eduard war da, da habe ich mich gefreut. Und er wollte auch einen Blick auf YouTube werfen, das freut mich umso mehr. Ich habe begonnen, diese Lego-Steine zu sortieren. Yay, nicht so lustig. Und bin jetzt natürlich viel zu spät, denn ich habe noch ein paar andere rechtliche und sonstige Sachen erledigt. Nur beruflich habe ich nichts erledigt, weil nichts ansteht. Ich habe konkret, original nichts zu tun. Das stimmt nicht ganz. Ich müsste noch Datensicherungskonzepte für größere Datenmengen erarbeiten und möchte mal ganz offen und ehrlich hier zugeben, das ist schon immer ein Problem für mich gewesen. Also man hat ja früher auf Bänder gesichert, sei es jetzt QIC 80 oder QIC 40 oder Travan-Bänder oder DAT-Bänder oder DDS 1, DDS 2, DDS 3, DDS 4 Bänder, was es da nicht alles gegeben hat. Und dann habe ich sogar bei Kunden mal, also QIC, Travan, DAT, das kenne ich alles aus eigener Erfahrung. Da habe ich in meiner Jugend sehr viel Daten transportiert, sagen wir es mal so, von einer Stelle zur anderen Daten transportiert. Das ist hauptsächlich über DAT-Bänder dann passiert. Die QIC haben ganz gut funktioniert. Bei den DAT-Bändern nur Probleme gehabt, dauernd Fehler, korrupte Daten, Riesenprobleme. Dann haben wir das sogar bei Kunden mal gehabt, DAT in späterer Folge. Dann sind wir dort auf Travan umgestiegen. Kein bisschen besser, nicht Travan, Entschuldigung, auf LTO sind wir umgestiegen. Kein bisschen besser. Da war eigentlich dann der Lichtblick die Blu-ray. Ne? Ja, habe ich mir gedacht, endlich können wir 25 GB auf eine Scheibe sichern. Das ist sinnvoll. War ein Irrglaube. Ja? Also das DVD-Sichern funktioniert. Das habe ich noch bei vielen Kunden im Einsatz, weil es ganz einfach ein sehr sicheres Medium ist mit relativ wenig Ausfällen. Aber Blu-ray, das ist schon beim Schreiben fehlgeschlagen und zwar massiv. Also Film okay, aber am PC-Sektor zu Recht hat sich's nicht durchgesetzt. Echt schwierig. Jetzt kriegst du keine Laufwerke mehr, die das kennen und geschweige denn Rohlinge, um
finanzierbare Preise. Jedenfalls ist natürlich inzwischen naheliegend, das gleich auf Festplatten zu machen, weil die ja nichts mehr kosten und die steckst über USB-Dings an und schierst drüber. Das Problem ist, dass das so langsam ist. Da entstehen solche Verzögerungen, wenn jetzt da mal 50 Gigabyte oder vielleicht sogar 200 Gigabyte in einen Atemzug zuerst komprimiert werden müssen, denn die müssen ja kennwortgeschützt sein, wenn sie außer Haus gehen, die Daten. Und dann riesen Theater und dann ist der Rechner die ganze Nacht beschäftigt mit Datensichern. Das ist ja auch nicht gesund. Ich meine, die Rechner wären ja auch kaputt, wenn sie permanent auf der Festplatte rumackern. Und nebenbei bemerkt die Frage, wann soll ich denn nur Service machen, wenn die ganze Zeit Daten gesichert wird? Also da brauchen wir Konzepte und Lösungen. Bislang haben wir keine. Wir arbeiten dran und werden uns irgendwas einfallen lassen. Und dann machen wir das. Und jetzt hole ich meinen Sohn viel zu spät, also nicht zu spät, aber ziemlich pünktlich. Dann fahren wir zum Bauhof. Da brutzelt schon der Kürbis. Da gibt es den Feta, den werden wohl ich essen. Die Kinder wollen lieber einen anderen Käse, keine Ahnung welcher, schätze mal Edamer oder sowas. Und da gibt es noch das alte Brot dazu. Hier liegt der Hund, ein kleines Backerl ist gekommen, keine Ahnung was da wieder drinnen ist, vielleicht die Achterbahn. Und ein paar andere Backerl sind gekommen. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Haufen Lego, den der junge Mann hier sortiert. Willst du auf YouTube? Ja, ich will immer auf YouTube. Er sortiert hier die Hohlsteine aus den frühen Lego-Jahren und die Minitalia und sonst noch was. Das habe ich heute schon sortiert. Ich bin schon ganz fleißig gewesen. Und jetzt schauen wir uns noch die Covid-Zahlen an und die Rechnungen. Covid-Zahlen und Fakten für den 28.01.2022. 40.476 laborbestätigte Fälle. 35.817 gestern, 20 Verstorbene, 21.515 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 2.381,2. 1.773.290 laborbestätigte Fälle, 338.262 aktive Fälle, 1.220 im Spital ohne Intensiv, 176 auf der Intensiv, 140.735.023 durchgeführte Testungen, 13.580 Verstorbene und 1.421.448 Genesene. Liebe Freunde der Blasmusik, das war's für heute. Es gibt nicht viel Neues, kann man sagen. Ich habe genug gegessen, schaut's mich an. Wie dick ich bin, der Bauch steht nach draußen, so wo er hingehört. Der Hund ist übrigens auch so dick, der liegt da. Der lässt auch alle schön grüßen. Alle, die ihm zu fressen geben, lässt er grüßen. Der Käse war sehr sättigend, das kann man ganz sagen. Und sauer war er auch, also der Feta vor allem. Ich werde jetzt meine Lego-Backerl auspacken und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und mal schauen, was morgen am Samstag alles Tolles passiert. Irgendwie bin ich in Urlaubsstimmung. Ich habe meiner Frau schon gesagt, wir könnten nach Geinberg fahren. Und sie hat gesagt, wenn es noch hier geht, sofort. Na, schauen wir mal. Nein, wird nicht passieren. Aber es ist irgendwie das Bedürfnis, ihr versteht, was ich meine, ein bisschen weg vom Alltag. Holz habe ich geholt. Ja, das Holz ist hier. 1, 2, 3, 4. Übrigens die vorletzten. Einmal kann ich da noch reinholen, das wird so 8. bis 10. Februar sein. Mit dem kommen wir dann mit viel Glück bis Ende Februar aus und dann müssen wir tragen. Da müssen wir aus dem Ersatzlager tragen. Das wird ein harter Bocken, aber vielleicht helft sie uns ja. Also, genug geschwafelt. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier auf diesem bunt gestreiften YouTube-Kanal, dem mit dem grünen Gurkel. Jetzt kommen die blauen Wolken, denn die gehören zum neuen Lenkbar-Vlog. Thank you.